Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu den Tagesimpulsen für Mittwoch. Wir haben den 8.3.2023 und Spirit wird uns jetzt erzählen, was heute auf uns zukommt. Ich halte diese morgendlichen Orakel immer ganz bewusst sehr kurz. Soll nur eine Tendenz sein. Was möchte sich heute zeigen? Danke, Spirit. Ich verdiene das Beste und ich akzeptiere jetzt nur das Beste. Ich verdiene es, mich eines erfüllten und liebevollen Lebens zu erfreuen. Ein erfülltes Leben ist mein Geburtsrecht. Ich nehme dieses Recht jetzt in Anspruch. Das bedeutet, dass es immer wieder wichtig ist, auf sein Mindset zu achten, denn jeder Zweifel steht dir im Wege, nur das Beste, zu akzeptieren. Da jeder Gedanke Energie ist, ne, achte bitte gut auf deine Gedanken und gehe davon aus, dass du gesegnet bist, dass du das Beste verdient hast. Und wenn dein Leben rückblickend betrachtest, ja, da werden mit Sicherheit Situationen gewesen sein, wo nicht nur das Beste auf dich niedergeregnet ist, aber trotzdem rückblickend war es das Beste, weil du durftest lernen. Durch diese Situationen, die im ersten Moment unkomfortabel waren. Heute darfst du es einfach in Anspruch nehmen, dieses erfüllte Leben. Aber dazu musst du es auch annehmen können. Schauen wir kurz mit den Zapunzeln, was sich heute zeigen will. Und zwar irgendjemand, für den du tiefe Gefühle hast, hat Spuren bei dir hinterlassen und du natürlich auch Spuren bei ihm. Wichtig ist, diese tiefen Gefühle heute anzunehmen und nicht in den Widerstand zu gehen. Weil sobald du in den Widerstand gehst, fängst du an, so einen ja, Kampfmodus reinzuhauen, der nicht deinem Herzen entspricht. Und das wiederum steht dem im Wege, dass du nur das Beste akzeptierst. Schau nochmal auf deine tiefen Gefühle. Ich lasse es so stehen, ihr Lieben. Wünsche euch das Beste. Lasst es euch gut gehen und bleibt mir gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.